Lokativ, das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Prolet, dem Haarspray der Star. Na, Sommer. Es ist Donnerswoch, es ist 18.30 Uhr, hier ist Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jurassic Parker und hier ist er endlich, die brandneue 11. Staffel deines Lieblingsmagazins. Hey! In den letzten 4 Jahren ist ja total viel passiert. Facebook macht jetzt Filterblasen, es gibt Snapchat. Eine App, die ich eigentlich noch nie wirklich verstanden habe. Und auf Instagram kann man jetzt total einfach prominent werden. Was die Frauke wohl dazu sagt. Ja, also wenn Sie mich fragen, diese Influencer, die sind... Ach Gott, stimmt ja. Und Nazis gibt's jetzt auch noch. Das wird man doch schon mal sagen dürfen. Aua! Ich meine doch die richtige Frauke. Meine Frauke. Schlampe Hure. Genau die. Hast ja alles beim Alten. Zum Glück. Kennst du eigentlich noch meine asoziale Friseuse Barbara Vogue? Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die ihren Salon Nonsens noch betreibt. Ich guck mal im Internet nach. Hey ihr Süßen, hier ist wieder die Babsi von Babsis Beauty Palace. Hey, nochmal ganz kurzer Recap zur letzten Woche. Da habe ich ja mein Contour Kit von Kim Kardashian vorgestellt und ist eigentlich voll gehatet. Aber jetzt war ich letzte Woche auf so einem süßen Meet and Greet bei Getränke Hoffmann und da wurde das nochmal zur Sprache gebracht. Und da habe ich die, das muss ich kurz ablesen, @ContourKitten 123 Berlin Happiness Contouring Love, aufpassen, mit einem S getroffen. Und die hat mir jetzt nochmal gezeigt, wie man das richtig süß verblendet. Und actually, I mega love it now. Hashtag Make-up Love. Ist die jetzt Influencerin? Oh nee. Ich war letzte Woche ja auf so einem Influencer-Treffen bei Getränke Hoffmann. Die haben da ihr neues Maskottchen vorgestellt. Whatever. Ihr seht hier alles oben nochmal in meinem Follow Me Around von letzter Woche. Lasst mir einfach einen Daumen hoch. Das wäre super nice. Auf jeden Fall. Ich habe euch da eine volle Tüte mit Samples mitgebracht von Getränke Hoffmann. Und die sind so süß. Ich mache gleich auch noch ein kleines Unboxing-Video. Und da zeige ich einfach, was alles mal dabei ist. Wir starten mit What's in my bag. Bad Liebenwerda. Auch sehr spritzig. Das ist ja im Moment der Megatrend, meine Lieben. Es ist alles jetzt nur noch spritzig. Nicht mehr trockenes Wasser, sondern spritziges Wasser. Und gerade mit diesem blauen Verschluss, das finde ich so süß gestaltet, Rhönsprudel. Das ist seit 1781, das glaubt man nicht, ja? Ich liebe diese alten, wie heißt es nochmal? Familienunternehmen, genau, lasst mir ein Hashtag da, ich liebe das. Original mit Kohlensäure, das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Das finde ich so süß und wenn ihr jetzt euch hier die Verpackung anschaut, mit diesem kleinen Schäfchen, Love, das Spreequell, das ist ein Berliner Urwasser. Was ich damit immer gerne mache, ist, ich trinke das zum Beispiel. Und das hilft mir total im Winter. What's next in my bag? Das Seltas, meine Lieben. Ist auch ohne Kohlensäure, die sind noch ein bisschen hinterher, muss man sagen. Weil ich liebe es eigentlich spritzig im Winter. Sorry, fail. What's next in my bag? Ah ja, das Lausitzer, auch ein Klassik. Und das ist toll hier, weil du spendest 1 Cent... an afrikanische Hilfsproduktion und für meine Make-up-Linie, die ich aktuell in Namibia produziere. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Der Hammer, oder? Ist das eine süße Tüte? Und wenn du die hier so überklappst, ist das wie eine Klatsch. Winter und Hashtag Dry Heizungsluft forever. Sexy Selfies mit Wasser. Hey, kein Problem. Schickt mir gerne eure Requests und ich zeige euch, wie das funktioniert. Und was ich immer gerne mache, ist entweder das Wasser richtig schön zwischen die Titten. Oder natürlich am Mund. Oh. Auch gerne Threesome. Bukake. Schaut mal, ist das hot? Eigentlich gar nicht so schwer. Ihr müsst halt versuchen, das Wasser und... Das ist sexy. Guck mal, das wird viele Likes kriegen. Ja, lasst mir einen Daumen da. Ich habe hier schon mal einen kleinen Shaker vorbereitet, wie ihr seht. Mit Eis, klar, soll schön kühl sein.
Dann nehme ich aber ganz, ganz vorsichtig, müsst ihr sein, damit ihr stilles Wasser nehmen, weil das sonst einfach euch in der ganzen Hand explodiert. Und das ist natürlich nicht so nice. Also, Wasser rein. Jetzt richtig schön schütteln, schütteln, schütteln. Wap, jap, schadi, wieder wap, jap. So, und wenn ihr merkt, das ist richtig schön vermengt, kleines Glas nehmen. Oh, da freue ich mich, da kann der Sommer wirklich kommen. Und das einfach nur schön genießen. Und für die Leute, die immer zu spät kommen, habt ihr auch To-Go-Flaschen. Die könnt ihr bei mir im Shop bekommen, einfach hier oben links klicken oder einen Comment unten da lassen, ja? Und nicht vergessen hier, heute Jurassica. Ach denn bei dir Leute, aus? Ich muss mal wieder mein Pfand wegbringen. Aber gut, dass du kommst. Hey, das ist die Jurassica Parker. Wenn ihr die noch nicht liked bei Instagram, @JurassicaParker. Ich hab und gar kein Instagram. Ich hab dir gestern eins gemacht. Hat schon 3000 Follower. Super, dass du da bist. Ich hab nämlich mega Bock auf so eine kleine Makeover-Challenge. Vielleicht noch nachher What's in my Bag. What's in my Mouth-Challenge vielleicht. Aber lass uns erstmal mit der Gurgel-Challenge starten. Nein, Barbara, bitte. Erstmal, das funktioniert total, ist der Megatrend. Hashtag Wasserschuller-Gurgel-Challenge. Einfach Wasser in den Mund. Ist das nicht ein Mega-Fan? Barbara, ich brauche ein Makeover. Kannst du bitte wieder Friseuse sein? Aber ich sein? Bin hier super busy. Meine ganzen Follower, die können ich jetzt nicht einfach alleine lassen. Ich muss das Pfand auch noch komm wegbringen. Mit Barbara, Getränke bitte. Hoffmann, mein Werbepartner, Getränke Hoffmann. Es war hier. Ach so, ach Gott. Nein. Ist wieder offen gelassen. Rein jetzt, rein. Meine Güte, Babsi ist wieder in der Spur, zum Glück, aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zerstreuung. Ich war ja neulich auf dem Rummel, nur für dich, mit ein paar anderen geschminkten Clowns, haben wir das deutsch-amerikanische Volksfest unsicher gemacht. Das ist in Berlin-Mariendorf, the place to be. Ja, und da sind wir ein bisschen Karussell gefahren. Das hat Spaß gemacht. Hallo ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassica Parker live aus Berlin und ich bin heute wieder für euch unterwegs in Mariendorf, der Bezirk Berlins, den niemand kennt. Und da ist nämlich heute hier das deutsch-amerikanische Volksfest und wir gehen heute auf den Rummel. Und mit wir meine ich nicht nur mich und meine Wenigkeit, sondern auch noch ganz, ganz viele süße Freunde und Freundinnen von mir, zum Beispiel Ryan Stecken. Hast du auch eine Stimme? Oh. Ja, Markus. Hi. Und schön. Destiny Drescher. Ich mag Butter. Und da sind noch drei Männer. Drei richtige Männer. Die machen auch noch mit. Das sind Männer. Ihr seid mit Leitschutz und Biertrinker. Ihr tragt Taschen und. Also die Handtaschen. Guck mal. Ist das, ach, wir lieben unsere Männer. So, los geht's, Leute. Hopp. Meine Güte, also Autoscooter, ich muss mal sagen, Autoscooter ist ja nicht so meins. Und da war dieser eine Typ, der arbeitet da bei dem Autoscooter und der hat uns gehasst. Der hatte so ganz blutunterlaufene Augen und der sah aus wie Lord Voldemort. So, wir fahren jetzt gleich los. Wir sind jetzt hier drin. Ja. Warte doch mal. Ganz schön viel. Also ich bin hier auch. Hier geht's auch. Hier geht's aber noch weiter. Ja, vielleicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Kann nicht mehr. Wo sind die denn? Wo sind denn die ganzen Transen hin? Süß! Wenn du davon nicht genug bekommen kannst, den Link zum kompletten Video findest du unten in der Videobeschreibung. Patent!
Vermisst du einen geliebten Herzensmenschen und weißt überhaupt nicht, wo du mit der Suche beginnen sollst? Meine gute Freundin Bibi Bleischick weiß das auch nicht, aber sie macht's einfach. Guck mal. Enrico, wir haben uns so lange nicht gesehen. Mach doch mal eine Flasche Sekt auf. Ich sollte mich für dich auf die Suche nach deinem Vater machen. Ja. Den hast du noch nie kennengelernt und du vermisst ihn ganz, ganz doll. Ja, das ist wirklich tragisch, gell. Er ist einfach fort und da war meine Mutter und wir haben das alles ganz alleine. Den ganzen Hof und die ganzen Tiere und alles haben wir allein müssen. Wir haben keinen Vater haben wir nicht gehabt, gell. Das fehlt mir schon, muss ich sagen. Also, mir wäre es lieber gewesen und auch im Dorf. Alle haben es ja gesehen und haben gedacht, was ist jetzt da kein Mann mehr aus und nichts und ich war der Einzige. Da muss man sagen, ich hab ihn nicht gesehen. Enrico, ja. Schau mal, ich zeig dir was. Ich hab dir ein Video mitgebracht. Was hast du gefunden? Ich bin 10.000 Kilometer nach Südamerika in die Anden geflogen. Schau. In die Anden ist ja. Er geflogen? Und danach sind wir nach Tijuana. Tijuana? 2 Wochen. Das ist in Mexiko. Schau. Mexiko? Und dann waren wir noch eine Woche in Las Vegas. Las Vegas? Das kenn ich. Da haben wir sogar die Show von Britney Spears besucht. Britney Spears. Und da habt ihr jetzt meinen Vater gefunden gehabt? Nein, das sind meine Urlaubsbilder. Schön, nicht wahr, Enrico Fernando? Aber deinen Vater, den habe ich dann direkt danach gleich auf Facebook... Ich habe einen heißen Tipp bekommen und habe ihn dann auch sofort gefunden. Aber die Geschichte ist leider eine sehr traurige, Enrico Fernando. Schau. Schau, dein Vater, der heißt Oliver. Ja, das weiß ich, ja. Und er lebt in Hamburg. In Hamburg? Als Touristenführer. Als was? Terroristen? Was? Touristenführer. Und schau mal, er hat sich seine Arme und Beine verkürzen lassen. Was hat er? Und diese Operation war sehr, sehr teuer. Und deswegen arbeitet dein Vater jetzt als Transvestit Olivia in einer Stripperbar. Was hast du für ein Transvestit? Auf St. Pauli. Und ich habe dir eine Videonachricht von deinem Vater mitgebracht. Die möchte ich dir jetzt zeigen. Was ist? Hm? Servus, Enrico Fernando. Hier ist dein Vater. Deine Mutter. Ich konnte jetzt beide sein, gell? Hast Lust drauf? Es tut mir leid, Enrico Fernando. Ich bin jetzt nicht mehr der Oliver. Ich bin die Olivia. Ich habe einen rechten Erfolg hier auf dem St. Pauli. Kannst mir mal besuchen kommen, gell? Ich bin jetzt alles für dich. Mutti, Vati, Schwester, alles was du magst. Jetzt geht's ab hier. Kommst auf hier. Ja, Enrico Fernando. Möchtest du denn deinen Vater jetzt sehen? Was ist na? Ist narrisch oder was? Bist du irre geworden? Das kann ich nicht machen. Was denkst du eigentlich, was die Leute im Dorf sagen? Nein, das kann mich nicht. Ich hab genug eigene Probleme. Geh jetzt hin und Kühe melken, geh jetzt. Ja, nicht jede Geschichte endet mit einem guten Ende. Aber ich werde weitersuchen. Nächste Woche. So, jetzt reicht's aber auch. Nach dem ganzen Rumlungern und attraktiv gucken musst du echt mal was für deine Figur machen. Zeit für Sport. Dehngymnastik. Dehngymnastik ist eine Übungsform im Rahmen des sportlichen Trainings, bei der Muskeln unter Zugspannung gesetzt werden, um eine verbesserte Beweglichkeit und Gelenkigkeit zu erreichen. Dehngymnastik ist sehr populär, vor allem in der statischen Variante, die unter der Bezeichnung Stretching weithin bekannt geworden ist. Diese Popularität zeigt sich unter anderem auch augenfällig in einer großen Auswahl entsprechender Dehngymnastik-Ratgeber-Literatur. Das war's jetzt auch schon wieder von mir. Schade irgendwie.
aber gar nicht so schlimm, denn nächsten Donnerstag bin ich pünktlich um 18.30 Uhr wieder für dich. Da, bis dahin bleibst du bitte patent und machst deine Hose wieder zu. Danke, verdammt nochmal. Also, bis nächste Woche. Bye!